Hi Leute und herzlich willkommen zu einer Folge 17 auf der Garnsting mit dem Fieker, dem Winterkönig. Wahnsinn, ey, hallo. Mark. Mitternachts. Ja. Nee, 10:27 im Spiel. Ach so, ja schon. Nee. Und echt ist 10:43. Gell? Ja. Nokia. Also 22:43. Ah, ich hatte dann die Augen erstaunen sich ja jetzt ein bisschen, Bub, du, ne? Wenn man den Verkehr ausmacht. Tendenziell? Ja. Was ist tendenziell? Weiß ich nicht. Was ist das? Tendenziell? Was bedeutet das eigentlich? Gute Frage, nächste Frage. Ein Mensch aus Flo. Willi will es wissen. Nein. Guck ich jeden Morgen, Benjamin Blümchen. Guck ich jeden Morgen, Bob der Baumeister. Und, so. Und das stimmt nicht. Spaß. Benjamin, du schwuler Elefant. Ich guck ich jeden Morgen. Nein, hör auf, sonst werden wir nochmal gestrikt. Das war ein Spaß, Mann. Benjamin Blümchen, Mann, Alter. Das kennt doch jeder. So Leute, und ja, wer es gerade nichts zu tun hat, wenn das Video überhaupt nicht gefällt, geht mal auf unseren Twitch-Kanal und lasst mal ein Follow da. Genau. Geht doch alles kostenlos. Man kann einfach aufs Herz drücken, dann wird man trotzdem benachrichtigt. Also. Ja. Ihr müsst kein Geld bezahlen. Das wollen wir auch gar nicht, dass ihr Geld bezahlt. Was? Wir kriegen davon eh nichts. Was sagst du? Was? Nix für Spaß. Kriegt man da echt was von? Weiß ich nicht. 5 Euro muss man, $5 muss man da noch bezahlen. Ah. Wenn man wirklich. Nee, aber ihr könnt mal ein Herz da lassen auf Twitch, dann kann man doch öfter streamen. Ich war zur Zeit, oder in den letzten paar Tagen sehr inaktiv mit Streaming. Aber ja, keine Lust. Hab ja auch keinen festen Streamingplan. Ich habe meine Zeit, da habe ich sehr oft gestreamt gehabt, aber mittlerweile auch nicht mal so. Ja, ah, und der Herbert bei. Da habe ich auch von Ferien sehr lange ist sehr oft gesprochen. Und der Herbert bei Gorale, der ist in Hawaii. Malle. Und gönnt sich mal einen richtig langen Urlaub. Ja. Mal so wieder. Zur. Ja. Wie immer. Voraussage. Aber beim nächsten Mal ist er dabei. Okay. Ist er wieder aus dem Urlaub zurück. Ja. Also wem die Namen jetzt nicht sagen, es geht um ein Gorale-Roleplay. Ja, das kommt jetzt die nächsten Tage erinnert. Also. Also nimmt sich der Herbert nochmal. Ja, aber jetzt nicht geplant eigentlich, weil wir hier gerade im Garmsing aufnehmen sind. Ja, aber es kommt jeden Sonntag. Eigentlich, wenn jetzt nichts dazwischen kommt. Wie das letzte Mal. Oder dieses Mal mit Garmsing. Letztes Mal haben wir es noch geschafft, ne? Ja. Gerade so montags noch. Alter, ja. das war. Nicht gerade so, das war, da bist der Fan gehabt, hochzuladen, online zu stellen. Okay, da habe ich auch so eine andere Folge. Trotzdem haben wir das Ganze wieder mal nachts um 11 gemacht. Durchaus. Wie immer, ne? Mhm. Das ist immer so, das meiste kommt nachts, kommt. Abends, nachts. Die meistens Losberg, also dieses Grasernte auf Losberg oder so. Darf ich sagen, wann es entstanden ist? 23:45 Uhr? Habe ich ja gesagt. Na egal. Es war die Idee kam 23:45 Uhr, ja. Da war es 23:45 Uhr und wir hatten eine doofe Idee und am Schluss haben wir es doch gemacht. Mhm. Ja. Da waren wir ein bisschen ballerballer vom ganzen Gülle weg. Und beim zweiten Mal war ich ja dabei, ne? Ja. Weiß ich nichts von. Doch. Da war es nicht ganz so spät. Da war es 9. Ey, der Einkreisel Schwader, der ist ja wohl der Liga der schlechtesten Schwader auf Platz 1, oder? Ja, ich weiß, ich bin mit dem Bandkreiselschwader doppelt so schnell wie mit dem Kreiselschwader. Ich brauche einen Doppelschwader. Da kriegst du 6 Schaden zu Schwaden mit dem Ding. Ja, doch mit ein bisschen Übung, aber ich komme halt einfach mit dem Bandschwader dreimal besser zurecht. Mhm. Ich auch. Der ist immer im Handling besser, weil du hast einfach
Was ich finde den Zweikreis, ich war da den grünen, wie heißt denn der? Stoll. Stoll, ja, da wo die Kreisel hintereinander sind, der ist geil. Ja, den können wir doch drauf machen. Ja, wollte ich gerade sagen. Ja, das ist aber ein bisschen steil für den. Nein, den habe ich zufälligerweise auch. Echt jetzt? Die neue Version? Ja. Dann haben wir sie ja alle. Mhm. Ja, ich glaube. Den habe ich nämlich auch. Oh, Rona. Also ich hoffe, dass es die eine selbe Version ist. Sonst haben wir wieder ein Problem. Ist es. Hoffentlich. Ich kann immer noch da hochfahren, ja, ne? Mhm. Ey, das will ich jetzt bitte nicht mit dem Front mit. Doch, ich hab die anderen auch immer. Hoffentlich ist es jetzt gedüngt, ja? Ich find so scheiße. Schade, dass man auf YouTube keine normale Musik hören darf. Okay. Naja, was? Man kann es machen, was? Wird mir mal. Ja, da kriegt man dann die Urheberrechte, aber. War nicht egal, ob es ja oder nicht. Eigentlich machen. Gut, ne, dann wird ein Video gesperrt, glaube ich. Ja. Oh, wir haben es noch nicht ausprobiert, also von der Auto schien immer noch bis zum Buckel. Da kommen immer neue Autos dazu. Aber. Guck mal, wie es bei uns läuft, Alter. Auf jeden Fall. Ja. Vor allem, ich mach alles mit dem Frontmähwerk, ey. So, und ich hänge jetzt das Heckmähwerk an und dann geht's ab. Mach ich die zwei anderen Felder noch. Dann will ich mich mal beeilen. Steht das Heckmähwerk auf Feld 28, oder was? Mist. Nirgends, ja, Alter. Kannst du auch flügen gehen, wenn du willst. Das wollte ich auch noch machen. Ja. Alles bei Feld mir. 19. Kriegt ihr das hin hier? Ja, es kann dauern, wenn jemand Kühe holen gehen, Schaf und Zeug. Dann hole ich jetzt schnell Kühe, flüge. Nee, ich geh erst mal flügen. Ey, Flieger, mach mal den Verkehr aus. Da hinten auch. Stehen die schon wieder? Ja, mach's einfach aus. Hab doch jetzt ausgemacht. Lass den Verkehr einfach aus. Nee. Ja. Ich will jetzt nochmal neu starten den Verkehr, aber. Bug, kommt in der neuen Version, ist es geregelt, schreib's ein kleiner. Ja, schreib mal. Welche Stelle ist das? Das ist die Bushaltestelle zwischen Feld 5 und Feld 12. Okay, schreibe ich ein kleiner, dass ich nicht vergesse. Ja. Guck, da bleiben sie schon wieder stehen. Das ist halt das will ich mal sagen, das kann kein Test, also kein. Was für ein 5 und 12 oder was? Zwischen Feld 5 und 12 auf der Straße, die Bushaltestelle. Da weiß er bestimmt, er kennt ja seine Map bestimmt auch. Spielt er auch vielleicht? Nee. Keine Zeit. So, jetzt brauche ich aber erstmal wieder gescheite Reifen. Kann ich auch wieder Breitreifen? Kann ich auch mal wieder Breitreifen drauf? Ich mach mir gerade wieder normale Reifen drauf. Ja, aber mir bringen gerade die Zwillingsbereifung hinten. Stinkt sie dir? Hä? Stinkt sie dir mit der Pflegebereifung? Nee, das bringt mir nichts. Ich mach nur normale Reifen drauf, weil mit Breitreifen hat der einen Lenkradius von bekackt. Ja, aber mir so. Geht's. Wo ist meine Tonne? Ah, da hinten. Morgen gehe ich tiefenlocker. Auch wenn Sonntag ist. Morgen gehe ich Rasenmähen. Mach das. Der eine geht tiefenlocker, der andere geht Rasenmähen. Jawoll.
Ja, wieso nicht? Mit dem T5, die sind sogar Flaschen Fräse. Abwaschen, Flaschen etikettieren, Flaschen einsetzen, T Kartons zukleben. Echt? Ich hab doch eine Maschine dafür. Was? Gell? Zwei Maschinen, Alter. Ganz einfach hier. Keine Maschine für. Zukleben. Ja, die Kartons zukleben. Oh Gott. Da wird mir doch verrückt. Ja, sagt ja auch immer, ich sag auch, da kann man gleich die Upscan-Codes drauf machen, kann man es gleich in der Kasse abscannen, aber ist halt so. Der einzige, so dafür ist, bin ich und mein Vater. Aber sonst niemand. Ich versteh's nicht, oder? Also, ich bin ganz ehrlich, wir haben schon eine etwas längere Zeit. Wie viele Jahre sind es? Weiß ich gar nicht mehr. Doch, wir haben die Kartoniermaschine schon gehabt. Da hatten wir noch die ganz alte Etikettiermaschine. Die mit Leim. Die Nassleim-Etikettiermaschine. Boah, die waren Krampf. Krampf, aber. Ah, ja, das ist schon. So, und jetzt haben wir ja die Selbstklebe. Ja, das ist gut. Ach, die ist genial. Aber nass ist scheiße. Was? Nass ist scheiße. Selbstkleben ist geil. Nassleimer sind. Bleh. Du brauchst sie ewig und dann beim Selbstkleben, ne, der macht Pipi. Da ist mal. Du kannst in einer Stunde kannst du 4 Big Boxer machen. Nee, ganz. Also ich aber ich Leute, das war's also von der Folge. Wenn ich die Folge gefallen hat, könnt ihr gerne in der nächsten Folge reinschauen und hören, was der Vielgehörner zu sagen hat. Tschüss. Ja, tschüss. Tschüss.